Willkommen zurück zur Cat Lady. Ja, Leute, neue Woche und es wird endlich mal wieder Zeit hier, dass wir die Katzenfrau aus dem Sack lassen. In diesem Sinne, legen wir los. Wir wollten endlich zu Hause mal anrufen, denn da müsste ja immer noch die gute Mitzi sein, damit die überhaupt Bescheid weiß, wenn sie nicht eh schon alles weiß. Mal schauen. Also, wir haben ja in dem Telefonbuch herausgefunden, wie unsere Nummer ist. Ich hoffe, Susan wird sie so schnell nicht mehr vergessen. Rufen wir an. Come on, Mitzi. Answer the phone. Hello? Oh, thank God. Finally. Mitzi, it's me. I need your help. What's happened? Where are you, Miss Ashworth? I've been kidnapped by some psychopaths. What? How did that happen? You only went downstairs to check on the cats. Look, it doesn't matter. I'll explain everything later. These people are maniacs. They're killers. It's either me or them. I have no choice. I've found some bleach. It reminded me of this gas you were talking about. I could get rid of one of them with that gas and get a hold of a gun. You said it was fairly easy. Miss Ashworth, no, you can't. Listen to me. This guy is a fucking murderer. He's nothing but a parasite. No one will miss him. Trust me. Parasite. But... Okay, das ist natürlich ein guter Plan, das ist unser Plan, das mit der Polizei lassen wir deswegen mal. What's the other chemical, Mitzi? Tell me! Now! Okay, fine, I'll tell you. It's no rocket science. You just need some pesticide. Pesticide? Didn't you say it is something everyone's got at home? Well, you wouldn't use it. You live in a flat high above the ground. It's for people who own houses. Or, like, mansions. You can pick up these things at any supermarket anyway. Fine. What do I do with it? Just mix bleach and the pesticide together. Make sure there isn't much ventilation. And wear some protection. A gas mask or something, yeah? Right. Bleach. Pesticide. Got it. And a gas mask. Got it? Yep. Thanks. Okay, das sollten wir doch hinbekommen. So, das hat sie uns doch schon gesagt. Sollen wir das mit der Polizei trotzdem annehmen? Weil wir werden uns ja um den einen Parasiten kümmern oder um beide. Zählen das dann als zwei? Oder soll die Polizei auch helfen? Ich probier's. Ach komm, ich probier's mal. You have to call the police. Yes, of course, I will, Miss Ashworth. But wait. What should I tell them? Do you know where you are? No idea. Out of town, somewhere? Have you tried talking to the police yourself? No, not yet. You're right. I should try that. I'm just not sure if they will believe me. Naja, es ist ihre Pflicht, dem zumindest mal nachzugehen. Okay. Okay. Thanks. Wish me luck. Be careful, Miss Ashworth. I'll be fine. I'm a tough old girl. This will be like a walk in the park. Na gut, so sicher wäre ich mir da nicht, Susan. Schließlich bin ich hier an der Tastatur. Polizei anrufen, weil die können ja den Anruf zurückverfolgen in der Regel. Probieren wir das mal. Es sei denn, die haben da irgendwas Tolles angebracht und das geht deswegen nicht. Das glaube ich irgendwie nicht. Police emergency line. How can I help you? My name is Susan Ashworth. I've been kidnapped. These people are crazy. They're going to eat me alive. I don't know what to do. Please, you've got to help me. Please. What's your home address and postcode, ma'am? What? It's irrelevant. I've been kidnapped. I'm not there. I'm afraid I need your home address to confirm your identity, Miss Ashworth.
It's flat 412 Helen Street, EX4422DL, okay? Now please, do something, for God's sake! Calm down, Mom. Who's kidnapped you? I don't know who they are. They didn't tell me their names. No, but wait. He's an animal control guy. Drives a white van. He's got a wife. She poured bleach down my face. Bitch. They're just mad. Won't stop at nothing. I'd run away, but there's this fog, and I have no idea where we are. You have been kidnapped by a married couple, is that correct? No, not just any married couple. Don't you understand what I'm saying? These people are fucking serial killers. There's blood and bones everywhere. I mean, some of it is cat's blood, but there's human blood too. I told you, they eat stray cats and dogs, and they eat people. They're sick. They make me sick. Is this a case of family disturbance, Mom? What? No! Did you know this married couple prior to the incident? Are you related? Jesus, did I say anything at all that would make you think that? Calm down, please. I'm only trying to help you, Mom. I need to establish some facts first before a police car can be dispatched. Look, just track this number and you'll find where I am. You can do that, yeah? They always do it on films. I bet you've got my number displayed on the screen already. Just do me a favor and send a police car, will you? Of course, Mom. Stay on the line. Did you witness cruelty to animals? What? You mentioned cat's blood. Was this married couple cruel to animals? If so, I will put you through to animal welfare services for this area. Would you prefer that, Mom? Are you joking? No, I would not. Okay, please hold the line. Hello? Miss Ashworth, are you still there? Yes, of course I'm still here. According to our records, you've recently discharged yourself from the hospital. Are you currently undergoing treatment for any mental health problems? No, it's not like that. Miss Ashworth, please listen to me very carefully. I can connect you with the on-duty doctor at the RCW Hospital's mental health unit where you received care recently. They can help you. You just have to talk to them and explain what's on your mind. I'm not fucking crazy! Look, just track this number and you'll find where I am. You can do that, yeah? You're just not going to help me. We are not qualified to provide psychiatric help, Mom. It's best if you contact your doctors. Would you like me to give you their number in case you'd prefer to call them yourself? Oh, don't bother. I'll take care of it myself. I'll take care of it myself. Goodbye. Oh Mann, das war so sinnfrei, dieses Gespräch. Aber irgendwie auch lustig, ne? Ich bin froh, dass wir es zumindest ausprobiert haben. Super Hilfe, wirklich. Ich glaube, wenn wir das nochmal angeboten bekommen, die Polizei anzurufen, dann können wir gleich drüber lachen. Aber irgendwie war es ja auch fast zu erwarten. Gut, das mit der Polizei hat also nicht geklappt. Jetzt wissen wir jedenfalls, dass wir noch eine weitere Chemikalie benötigen. Und ja, wir haben ja noch die Möglichkeit, im Keller in die eine Richtung zu gehen. Und was könnten wir sonst noch machen? Was habe ich noch alles dabei? Ziegelstein.
Die Bleiche, ein Gemälde. Also was ich mit dem Gemälde machen soll, das ist mir noch relativ schleierhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir uns das nochmal angucken? Was war da nochmal drauf? Kleines Gemälde eines Straßenverkaufsstands bei Nacht. Puh. Nee, da habe ich keine Ahnung. Aber gut, ich überlege gerade, soll ich in die Kellertür oder soll ich nochmal dahin, wo ich die Bleiche habe? Vielleicht finde ich da auch noch diese andere Chemikalie jetzt, wo wir es genau wissen, weil... Ich probiere es eben mal schnell. Nein! Nicht schon wieder! Wieso bist du hier schon? Ah! Oh nein, nicht schon wieder töten. Verdammt, was machen die auf einmal hier? Die läuft da echt rum wie eine Irre. Oh nein. Die wundert sich gar nicht, ne? Naja, das sind dann halt doch irgendwie Continues oder so. Kann man sehen, wie man möchte. Ja, schön. Wir sind wieder hier. Das macht nichts. Dann gehen wir halt mal in die andere Richtung gucken. Ja, wir sind halt unsterblich. Der gute Lord Rain hat geschrieben, unsterblich sind wir nicht. Wie viel Leben hat die Katze? Ist natürlich auch ein schöner Ansatz. Die Katze mit ihren 7 Leben. Es gibt hier 7 Kapitel. Ja, wenn ich hier nicht aus Spaß sterben würde, dann würde es sogar aufgehen. Na gut, dann werde ich doch mal hier... Also ich darf jetzt noch nicht mal mehr in die Küche, weil die da rumschlappt. Vielleicht war es auch nur Zufall, wer weiß, wer weiß. Aber ich werde mal hier hingehen, auch wenn da der andere Idiot ist. Aber der schläft ja angeblich. Das heißt, wir schleichen uns mal durch. Jo, der schläft, wenn auch relativ ungemütlich, möchte ich meinen. Aber das ist ja nicht mein Problem. Ach super, ey. Der greift nach mir, sobald ich an ihm vorbeilaufe. Eimer. Ein leerer Eimer. Ja, da könnten wir die Chemikalien mixen. Wenn ich das andere schon hätte. Ich gehe mal weiter, aber ich habe Angst, dass der aufwacht. Zimmer, da ist noch ein Zimmer. Ah, ein Waffenschrank? Waffensammeln ist wohl seine Leidenschaft. Wenn ich nur an einen rankäme. Aber sie sind direkt neben ihm. Er würde sicherlich aufwachen. Ach ja, da jetzt sehe ich das erst. Ja, klar, da würde aufwachen. Das würde Krach machen. Er schläft tief und fest. Vielleicht ist er betrunken oder auf Drogen. Trotzdem habe ich im Kampf keine Chance gegen ihn. Er ist schnell und stark. Und verrückt. Aber er ist nicht der Hellste. Ich muss ihn mit Köpfchen loswerden. Das muss sein privates Zimmer sein. Hier sitzt er den ganzen Tag, spielt mit seinen Waffen, während die hässliche Betty oben sein Essen kocht. Was für ein zauberhaftes Paar. Pärchen. So, da können wir noch aus dem Fenster lunzen. Ein kalter Luftzug kommt durch das kaputte Fenster. Oh, das ist nicht gut. Es hieß ja, wir sollen das nicht... bei so belüfteten Orten machen. Und ach, eine Maske fehlt uns ja auch noch, ne? Also wir müssen uns da auf jeden Fall noch ein bisschen genau umgucken. So, wenn ich jetzt näher rangehe, ich meine, vielleicht gibt es noch eine weitere Todessequenz. Wir wollen ja nichts verpassen, ne? Ich sollte nicht so nah rangehen, er könnte aufwachen. Okay. Okay, okay, okay. Ja, dann war's das aber hier. Erstmal den Eimer willst du nicht mitnehmen. Im Rückwärtsgang zurück, sehr gut. Ja, okay, dann bleibt mir ja eigentlich nur nochmal die Treppe. Hier war ja auch nichts mehr. Ich ruf's mir mal ganz schnell in Erinnerung zurück. Nein, da geht ja gar nichts. Okay. Ja, wie ist das jetzt mit unserer hässlichen Betty? Ist die jetzt wieder in der Küche? Kann ich mich da nochmal umgucken oder nicht? Schade, dass ich nicht hoch darf. So, wäre jetzt fies, wenn sie hier jetzt schon rumwuseln würde. So, mit jedem Tod kommst du einen Schritt näher, das wäre ziemlich mies. Nee, sie will nicht nach oben. Keine Chance. Und die Wendeltreppe war für sie auch absolut uninteressant, ne? Ich probiere das nochmal. Vielleicht habe ich das gar nicht so 100% probiert. So, schauen wir mal, ob da was geht. Nee, gar nicht, ne? Gar nicht. Das Telefon, noch jemanden anrufen. Wird keinen Sinn machen. Nee, ich brauche die Chemikalie. Und eine Maske.
Und Maske sein soll, habe ich überhaupt keine Ahnung. Doch, ich weiß es. Ich muss auf jeden Fall da nochmal hinkommen. Ich muss an der Küche vorbei und dann da draußen, wo die Leiche war. Ich vermute, dass die Maske und, die Maske und die andere Chemikalie sind in dem Van drin. Ich habe eine Idee. Scheiß doch auf den Schlüssel. Wir haben doch einen Ziegelstein. Das muss doch rein logischerweise auch gehen. Okay, es macht Krach, aber sonst... Probieren wir es. So. Van. Ziegelstein. Benutzen. Schlechte Idee. Ich bin mir sicher, ich finde eine bessere Verwendung dafür. Schade, es funktioniert nicht. Na, dann wird es vorne auch nicht gehen. Ich probiere es trotzdem. Immerhin sagt sie Fenster, ne? Fenster kaputt hauen, das wäre doch eine Idee. Ich glaube, sie tut's. Jawoll. Sehr gut. Und offen ist die Tür. Das war lauter als gedacht. Ich hoffe, mich hat niemand gehört. Aber jetzt kann ich mir immerhin das Telefon nehmen. Gut, ich bin mir zwar noch nicht sicher, was wir damit sollen, aber wir haben ja schon telefoniert. Aber vielleicht gibt's da Infos. So, Susan, hast du es? Darf ich mich bewegen? Ja. Ansonsten ist da vorne nichts mehr. Dann schauen wir uns doch mal das Handy genauer an. Ich hasse Handys. Ich hatte selbst nie eins. Aber jetzt wäre es schon nützlich. Der Akku ist voll. Ich muss nur eine Nummer wählen. Ich verstehe. Wir können zu Hause anrufen... Dann geht die Schrulle wahrscheinlich ran, dann kann ich da hin. Ah ja, ich verstehe. Ein bisschen, also schon seit ich in diesem Haus rumlaufen kann, muss ich ein bisschen an Manic Mansion denken, muss ich ganz ehrlich sagen, falls das noch jemand kennt. So ein uralt Adventure von LucasArts. Eigentlich mein Lieblings-Point-and-Click von der früheren Zeit. So, warte mal. Mein Plan wäre, beim Esszimmer unter den Tisch zu krabbeln, dann anrufen. Dann sehe ich, wie die Schrulle vorbeilatscht. Und dann kann ich dahin, wo sie war. Aber was ist, wenn sie jetzt wieder hier kommt? Oder kann ich mich hier schon verstecken? Zum Beispiel bei der Uhr. Da ging doch... Da hat sie irgendwas... Nee, okay. Ja, okay. Nee, aber hier war es ansonsten kein Versteck, ne? Nee, das macht keinen Sinn. Oder ich warte hier. Aber dann weiß ich nicht, wann sie drüben ist. Ich würde sie gern dabei beobachten, wie sie halt vorbeiläuft und definitiv dann nicht mehr mich erwartet. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich bin jetzt einfach mal guter Hoffnung, dass ich... dass ich nochmal in diesen Essenzimmer komme, da... Sieht gut aus. Ja, sehr gut. Und jetzt verstecken wir uns. Ich muss mich momentan nicht verstecken. Ach, Susan, du machst meinen Plan kaputt. Okay, dann eben anders. Dann rufst du an und dann versteckst du dich. Geh ran. Da klingelt es doch gar nicht. Ach, sie verwirren mich gerne. So, und jetzt versteck dich. Verstecken. Susan. Sehr gut. Also warum es mich an Manic Mansion erinnert, weil es da auch so die kranken Freaks waren und dann musste man... Schaut euch das an, ey. Dann musste man auch so an der Tür zum Beispiel klingeln, dann rennt der runter, dann musste man schnell in seinen Raum rein und so weiter. Das erinnert mich gerade so ein ganz klein bisschen daran. Auch die Haupthalle... das war genauso, da war links, das sah genauso aus, so ein bisschen. Ich muss mal da Screenshots raussuchen. Die haben sich da, glaube ich, sogar ein bisschen orientiert.
Dann war da links sogar die Küche, hat nur noch die Kettensäge ohne Öl gefehlt, dann wäre es perfekt gewesen. So, aber unser Plan hat auf jeden Fall funktioniert. Wir können jetzt in den Raum, wo die war. Das muss jetzt natürlich schnell gehen, die wird auch wieder zurückkommen, vermute ich. So, der Typ da will sie ja nichts dran machen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal in die blöde Hütte und schaue, ob ich da noch irgendwas weggriffeln kann. Da ist es ja, perfekt. Hab ich's? Ja, ich hab's. Ist da noch irgendetwas? Ich meine, selbst wenn sie jetzt zurückkommt und mich killt, ist mir auch egal. Ich hab mein Pestizid. So, ist gut. Jetzt sollte ich mich aber wieder verstecken, glaube ich, oder? Schau genauer. Nee, da kann ich ja nichts machen. Das bringt mir jetzt nichts. Nee, lass es, komm. Du willst ja nichts machen daran. Der Rasenmäher, die Badewanne. Nee, ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwas machen können. Warte mal, hier vielleicht nochmal kurz gucken. Ich brauche noch eine Gasmaske, Mensch. Schachtel. Nee, da ist nur Bleiche drin. Wo ist die Maske? Ansonsten kann ich das nicht mixen. Oh nein, sie hat mich mal wieder. Ja. Ein weiterer Tod, aber er war nicht umsonst. Tu es. Also wenn das so weitergeht, sind wir bald in jedem Raum einmal gestorben. Na echt, wir haben bald alle durch. Okay, aber wir können immer noch nicht das Zeug zusammenmixen. Irgendwas fehlt noch. Treppe. Ich meine, wir könnten es versuchen, aber das ist zum Scheitern verurteilt ohne Gasmaske. Wo kriege ich eine Maske her, Mensch? Der Van, der Schlüssel, da muss irgendwie was gehen. Irgendwas habe ich noch nicht gerafft da mit dem Schlüssel. Ich hätte doch schwören können, dass es mit dem Katzengreifer irgendwie funktionieren muss. Mensch, warum wollte das nicht gehen? Pestizid, ja. Ich probiere da nochmal hinzugehen. Das ergibt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. So, ich hoffe, die... Ich hoffe, die überrascht mich jetzt nicht nochmal. Bitte sei wieder in deinem blöden... Kann ich da irgendwas machen? Nee. Da habe ich ja schon alles durchgecheckt. Das Waschbecken, ja... Kühlschrank. Wollten wir den aufmachen? Nö, ne? Okay. Sollte ich sie weglocken, aber dann kommt sie auch bald wieder. Dann habe ich wenig Zeit. Ach komm, ich lock sie lieber wieder weg, nicht, dass sie mich wieder überrascht. Das Spielchen kann man ja wiederholen. Telefon. So. Da klingelt's wieder. Dass der andere nicht wach wird, ne? Naja. Er muss wirklich sehr tief schlafen. Oh, ich sehe schon. Unser Part ist schon wieder fast voll. Ich würde aber gerne dieses Rätsel hier noch lösen. Schaut mal, ich sehe gerade den Katzenkopf auf dem Tisch. Fällt mir jetzt erst auf, oh Mann. Also wer vielleicht noch daran gezweifelt hat, dass die wirklich Katzen und Menschen fressen, jetzt wissen wir es ganz genau. Vielleicht habe ich aus lauter Hektik und Eile aber auch was in dieser Hütte übersehen. Gucke ich vielleicht auch nochmal. So, wir haben nur wenig Zeit zu suchen, das weißt du. Ich muss irgendwie an diesen Schlüssel kommen, Mensch. Susan, da darfst du dich nicht so zieren, ey. Wir müssen irgendwie an den blöden Schlüssel kommen. So, ich probiere nochmal. Komm, das macht doch so viel Sinn eigentlich, dass du das benutzt. Ach, Susan. Der Rest macht keinen Sinn, der macht keinen Sinn. Nee, das macht alles keinen Sinn. Das Handy natürlich auch nicht. Nee, nochmal untersuchen. Hä? Ach, das Gemälde nicht. Die Badewanne.
Vielleicht habe ich was vergessen. Absolut eklig. Ja. Das ist fleißig. Das willst du nicht. Um an den Schlüssel zu kommen, müsste ich auch diese Person berühren. Nee, das tut sie einfach nicht. Und das auch nicht. Vielleicht kann ich hier jetzt ins Inventar. Nein, das geht nicht. Okay. Schade. Ich gehe nochmal hier rein. Warte mal, Hütte. Untersuchen. Ein Gartenhaus. Mir gefällt gar nicht, wie es aussieht. Mir auch nicht. Aber hey, was willst du machen? Nee, es hat keinen Sinn hier. Ich kann hier nichts machen. Hier ist gar nichts. Jetzt wird die Alte mich wieder umbringen. Jo. Wird jetzt auch warte mal, der Rasenmäher vielleicht nochmal checken. Irgendwas mit dem Rasenmäher machen? Ja, kann man nicht vorstellen, oder? Pestizid-Telefon. Nee, was soll ich denn da mit dem Rasenmäher machen? Das ist doch Quatsch. No. Ich bin bereit, mal wieder zu sterben. Es sei denn, ich schaff's noch unter den Tisch. Gut, das hat noch geklappt. Ja. Susan, ich höre Schritte. Susan? Versteck dich! Sie tut's nicht. Ja, würdest du bitte... Nein, sie versteckt sich nicht. Sie hat keinen Bock. Faszinierend. Die Frau steht drauf, abgeschlachtet zu werden. Gut. Dann halt nicht. In der Küche ist immer schon gestorben. Das wäre langweilig. Warte. Lass... Wir schaffen das noch. Yay! Wenn ich jetzt hier rausgehe... Kleines Fenster. Moment mal. Das Glas auf der Seite des Fensters ist kaputt. Daher kommt also dieser Luftzug. Drinnen sehe ich meinen Entführer, wie er tief und fest im Stuhl schläft. Können wir vielleicht von hier aus mit dem Greifer irgendwas erreichen? Schade. Schade. Was ist, wenn wir dieses Gemälde dort dran machen, damit kein Luftzug mehr herrscht? Ja, immerhin. Wenigstens ein Problem weniger. Jetzt brauchen wir nur noch die blöde Maske und dann geht's los hier. Aber die Maske ist da drin. Darauf verwette ich alles. Ich brauche den Schlüssel. Ich muss nur noch irgendwie an diesen Schlüssel kommen. Das muss doch irgendwie zu klappen sein. Naja. Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, dieses Geheimnis lösen wir dann das nächste Mal. Sprich morgen bei The Cat Lady.